Die Eröffnungsszene zeigt uns eine Frau mittleren Alters auf einem schwach beleuchteten Parkplatz. Sie scheint Angst zu haben und schaut sich angespannt um. Nach einer Weile bekommt sie eine SMS, was sie noch nervöser macht. Anschließend versteckt sie ihre Autoschlüssel auf einem der Hinterreifen, bevor sie verschwindet. Im Anschluss lernen wir unseren Protagonisten des heutigen Filmes, Kenny, kennen. Einen 19-jährigen Jungen, der ein ziemlich normales Leben führt. Er wohnt mit seiner jüngeren Schwester bei seiner Mutter und arbeitet auch als Kellner in einem Restaurant. Kenny scheint ein gutherziger und sanfter Junge zu sein, der gerne Menschen hilft. An seinem Arbeitsplatz wird er von allen geliebt und auch die Kunden sind beeindruckt von seiner Selbstlosigkeit und Freundlichkeit. Wir sehen, wie er einem kleinen Mädchen das Spielzeug zurückgibt und ihr herzlich zum Abschied winkt. Sie lächelt und verlässt glücklich das Lokal. Eines Tages kehrt Kenny nach Hause zurück und stellt fest, dass sein Laptop fehlt. Er sieht sich um und entdeckt, dass seine Schwester ihn sich genommen hat. Wütend holt er ihn zurück, schimpft mit ihr und es scheint fast so, als hätte er etwas zu verbergen. Kenny kehrt dann in sein Zimmer zurück und versucht ins Internet zu gehen, muss jedoch bestürzt feststellen, dass sich sein Laptop einen Virus eingefangen hat. Er versucht verzweifelt, diesen zu entfernen, aber ohne Erfolg. Als nichts mehr anderes übrig bleibt, lädt er sich eine Anti-Malware-Software von einer illegalen Website herunter. Schon bald ist der Virus verschwunden, aber ohne dass er es bemerkt, geht die Webcam an und es scheint, als würde ihn jemand beobachten. Später dann am Abend schließt Kenny sein Zimmer ab und beginnt, sich mit sich selbst zu vergnügen. Er scrollt durch zahlreiche Websites nach guten Inhalten und erhält plötzlich eine E-Mail von einem unbekannten Absender. Die Nachricht lautet: Wir haben gesehen, was du getan hast. Will man das überhaupt sehen? Der E-Mail ist ein Video beigefügt und als Kenny dieses öffnet, muss er schockiert feststellen, dass die unbekannte Person seinen Laptop gehackt und aufgenommen hat, wie er masturbiert. Bevor Kenny überhaupt verstehen kann, was passiert ist, trifft eine weitere E-Mail ein. Der Unbekannte erpresst ihn, ihm seine Handynummer zu verraten, sonst werde das Video online gehen. Kenny hat keine andere Wahl, als der Forderung nachzukommen und erhält kurze Zeit später eine SMS, in der er aufgefordert wird, den Ortungsdienst seines Smartphones immer eingeschaltet und den Akku immer aufgeladen zu lassen. Dann erwähnt der Absender, Kenny werde zu gegebener Zeit aktiviert. Verzweifelt versucht Kenny, der Person Geld anzubieten, erhält aber nur die Antwort: Sag niemandem etwas. Die nächsten Tage kommen keine neuen Nachrichten. Kenny jedoch fühlt sich niedergeschlagen und hat Angst. Zu Hause spricht er kaum noch mit seiner Familie und schließt sich oft in seinem Zimmer ein. Auch an seinem Arbeitsplatz sieht es nicht besser aus. Der einst charmante und energische Kenny ist ein Schatten seiner selbst. Er schweigt und ist häufig abwesend, was den Manager dazu veranlasst, ihn immer wieder zu schelten. Eine Woche später werden Kennys schlimmste Befürchtungen wahr und die unbekannte Person verschickt die nächste Nachricht. Sie enthält einen Standort und die Aufforderung, dort vor 24 Uhr anzukommen. Sollte er dies nicht tun, werde das Video veröffentlicht. Verängstigt lässt sich Kenny sofort krankschreiben und rast mit seinem Fahrrad zum angegebenen Ort. Als er dort ankommt, ist niemand zu sehen und er teilt dem Absender mit, dass er eingetroffen ist. Die Antwort kommt schnell, nämlich warte. Einige Minuten später taucht ein Mann auf einem Roller auf. Er übergibt Kenny wortlos ein Paket und schießt ein Bild von ihm. Während sein Gegenüber das Bild an irgendjemanden versendet, erkennt Kenny, dass auch er gezwungen wird, dies zu tun und es scheint, als erpresse der Hacker zahlreiche Menschen. Nachdem der Mann gegangen ist, erhält Kenny einen neuen Standort, zusammen mit einer Zimmernummer. Der Hacker bittet ihn, das Paket dorthin zu bringen und Kenny hat keine andere Wahl, als dem Folge zu leisten. Unterwegs schaut er in die Box und entdeckt, dass es sich um einen Kuchen mit der Aufschrift "I love you" handelt. Oh, der Hacker ist also ein alter Romantiker. In der nächsten Szene erreicht Kenny das Zimmer und klopft an die Tür, aber niemand öffnet. Er erwähnt, dass er ein Paket mitgebracht hat, aber es tut sich nichts. Der Hacker erklärt, Kenny solle sagen, Mindy schicke ihn und tatsächlich öffnet daraufhin ein Mann namens Hector die Tür. Es stellt sich heraus, dass auch er erpresst wird und auf die wütende Frage, was los sei, antwortet Kenny, dass er von einer unbekannten Person hierher geschickt wurde. Hector greift sich Kennys Handy, liest die Nachrichten durch und erfährt so, dass auch er schikaniert wird. Ihr Gespräch wird abrupt unterbrochen, als Hector eine neue SMS bekommt. Darin heißt es, dass sich die beiden nun zusammenschließen und das Paket an einen bestimmten Ort liefern sollen. Auf dem Parkplatz stehe ein Auto, das sie für diese Mission nutzen könnten. Es zeigt sich, dass es sich um dasselbe Auto handelt, das die Frau in der Eröffnungsszene verlassen hatte. Später, als Kenny und Hector auf dem Weg zum angegebenen Ort sind, fragen sie sich gegenseitig nach ihren Missetaten aus. Kenny verrät, dass er sich Videos angesehen und vergnügt habe, wobei ihn der Hacker aufgenommen hat und nun mit der Veröffentlichung droht. Hector verrät, dass er verheiratet ist und eine Tochter hat. Wow, das sind mal Missetaten. Er liebt seine Familie sehr und obwohl es keine Probleme in seiner Ehe gibt, hat er eines Abends, als er betrunken war, online eine Eskorte namens Mindy bestellt. Okay, jetzt vielleicht doch eine Missetat. Während Hector mit ihr schrieb, verschickte er im Eifer des Gefechts intime Bilder und da kommt der Hacker ins Spiel. Er zeigt
zeichnete seine Nachrichten auf und begann, ihn zu erpressen. Hector befürchtet, dass, wenn seine Frau davon erfährt, sie sich von ihm scheiden lassen und das Sorgerecht für seine Tochter bekommen wird. All das hörend beginnt Kenny zu weinen, worauf Hector ihm versichert, dass alles gut werden wird. Er ist zuversichtlich, dass sie in Ruhe gelassen werden, sobald sie ihre Aufgaben erledigt haben. Nach einer Weile kommen sie am angegebenen Ort an. Eine neue SMS informiert sie über Objekte in der Torte, die sie herausholen müssen, und das Duo findet eine Sonnenbrille, eine Kopfbedeckung und eine Pistole. Angst steigt in den beiden auf, weil sie sich fragen, wofür sie eine Waffe brauchen. Eine weitere Nachricht trifft ein und der Absender fragt, wer möchte der Fahrer und wer der Räuber sein? Hector und Kenny starren sich ungläubig an und stellen fest, dass sie sich vor einer Bank befinden. Panik kommt auf und sie erwägen, die Mission abzubrechen. Dann dämmert Hector, dass seine Familie auf dem Spiel steht. Und schließlich erklärt er sich selbstbewusst als Fahrer. Kenny ist noch nicht bereit weiterzumachen, aber nachdem Hector ihm erklärt hat, was passieren wird, wenn sein Video veröffentlicht wird, stimmt er widerwillig zu. Unser Protagonist setzt sich daraufhin die Sonnenbrille und die Kappe auf, schnappt sich die Waffe und betritt die Bank. Dort richtet er sofort seine Waffe auf die Mitarbeiterin und verlangt, das gesamte Geld ausgehändigt zu bekommen. Er hat dabei so viel Angst, dass er sich in die Hose macht. Zum Glück widersetzt sich keiner der Bankangestellten und alle geben ihm problemlos ihr gesamtes Geld. Anschließend stürmt Kenny aus der Bank und springt ins Auto, welches Hector sofort beschleunigt. Sie beenden ihre Mission erfolgreich und erhalten kurz darauf eine neue Nachricht vom Hacker, in der er ihnen mitteilt, dass es noch eine allerletzte Aufgabe gebe. Er teilt einen neuen Standort, der sich als abgelegener Ort mit einem kleinen Wald in der Ferne herausstellt. Hector erhält die Aufforderung, das Auto zu zerstören, während Kenny das Geld in den nahegelegenen Wald bringen soll. Der Hacker verspricht, dass dies ihre letzte Mission ist und sie danach frei sein werden. Kenny und Hector verabschieden sich und machen sich auf den Weg in ihre jeweilige Richtung. Als Kenny im Wald ankommt, trifft er auf einen Mann, der auf ihn wartet. Neben ihm steht ein großes Paket und Kenny glaubt, es handelt sich um den Hacker höchstpersönlich. Doch bevor er ihn zur Rede stellen kann, erklärt der Mann, dass ihm befohlen wurde, das Paket zu öffnen und das Gerät einzuschalten. Daraufhin erscheint eine Drohne und Kenny erkennt, dass der Mann auch ein weiteres Opfer ist. Die beiden starren sich ängstlich und ungläubig an, bis sein Gegenüber fragt, bist du bereit? Kenny versteht nicht und der Mann erklärt, dass sie kämpfen müssen. Der Gewinner werde anschließend mit dem Geld belohnt. Als Kenny das hört, wird er nervös und fragt, wer den Gewinner ermitteln wird, worauf der Hacker schreibt, kämpft einfach bis zum Tod. Erschrocken holt Kenny seine Waffe heraus und richtet sie auf den Mann. Als er es jedoch nicht schafft abzudrücken, richtet er sie schließlich auf sich selbst. Dann muss er feststellen, dass die Waffe die ganze Zeit leer war. Diese Ablenkung ausnutzen, stürzt sich sein Gegenüber auf ihn und der Kampf beginnt offiziell. An anderer Stelle erhält Hector, als er nach Hause kommt, ein Bild eines lachenden Gesichts als SMS und findet, als er durch die Tür tritt, seine Frau weinend vor. Es stellt sich heraus, dass der Hacker trotz Erledigung aller Aufgaben seinen Fehltritt offenbart hat. Hector ist erschüttert von der Enthüllung und findet keine Worte. Wir sehen die Frau vom Anfang wieder. Sie erhält, genau wie Hector, das gleiche Bild und versteht, dass ihr Geheimnis durchgesickert ist. Als die Frau nervös ihren Computer einschaltet, entdeckt sie, dass ihr rassistischer Ausbruch in den Nachrichten ist und sie scharf dafür verurteilt wird. Das Schicksal des Mannes auf dem Roller ist dasselbe und welchen Skandal auch immer er begangen hat, wurde aufgedeckt und seine Familie bittet um Antworten. Schließlich kehren wir zu Kenny zurück, der den Kampf offenbar gewonnen hat. Er ist blutig, angeschlagen und trägt das Geld bei sich. Auf dem Weg nach Hause erhält auch er das Bild und gleich darauf einen Anruf seiner Mutter. Er nimmt ab und hört sie schluchzen. Dann fragt sie ihn, ob er sich illegale Kindervideos angesehen hat. Wir erfahren, dass Kenny ein Pädophiler ist, der sich mit illegalen Inhalten vergnügt. Du Ekelhafter. Ohne ein Wort zu sagen, legt Kenny auf. In der letzten Szene treffen Polizeibeamte ein und verhaften ihn. Er wehrt sich nicht und spricht kein Wort. Abonniere gerne für weitere Videos wie dieses, schalte die Benachrichtigungen ein und like gerne, um dem Kanal zu helfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.